Die Stimmung im Volk droht zu kippen und unsere Gesellschaft wirkte eigentlich auch nie gespaltener als jetzt. Der Bundeskanzler rief ja jetzt zur Demonstration gegen rechts und auch gegen die AfD auf. Wie bewerten Sie, dass ein Bundeskanzler, der ja eigentlich der Kanzler des gesamten Volkes sein sollte, so etwas tut? Ja, da wird es ja völlig absurd dann, wenn Sie diese Demonstrationen ansprechen, nach der ja, da gehen ja die Meinungen auseinander, Hunderttausende, manche sagen Millionen, jetzt habe ich die Tage gelesen, es waren 910.000, wer auch immer das gezählt haben will, Menschen auf den Straßen gegen rechts zu demonstrieren. Das hört sich erstmal viel an, aber wenn man sich mal anschaut, wie ist das Ganze vorbereitet worden? Ich habe da gerade Ausführungen zu gemacht. Da fließen ja seit Jahren Milliardenbeträge in diese Gegenrechtsunternehmensstruktur mit dubiosen Vereinen, die dubiose Menschen beschäftigen, die auf dem freien Arbeitsmarkt nie und nimmer eine Chance hätten. Also es hat sich eine Gegenrechts-Unternehmensstruktur entwickelt. Das ist also ein Betätigungsfeld, an dem komischerweise Dutzende, Hunderte Experten werden, also im Fernsehen und wo auch da partizipieren. Also Milliarden fließen da rein. Und wenn man dann den sogenannten Output sieht, wenn man dann sieht, oh, da waren rund, ich runde mal zugunsten derjenigen auf, 1 Million Menschen auf den Straßen. Wenn man nur 1 Milliarde Euro da reingepumpt hätte in den Kampf gegen rechts, kostet also jeder Demonstrant unterm Strich 1000 Euro. Was ist das für ein Ergebnis? Da sind aber noch viele, viel mehr Milliarden reingeflossen. Also jeder Demonstrant, der sich da auf die Straße setzt oder hat ziehen lassen, kostet 1000 Euro, tausende Euro, um ihn zu motivieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wir haben die Versammlungsfreiheit im deutschen, im Grundgesetz geregelt. Danach steht es den Deutschen frei, sich eben zu versammeln und zu demonstrieren. Aber da muss man auch wissen, das Grundgesetz statuiert ja Grundrechte zugunsten der Bürger. Rechte, die der Bürger gegenüber dem Staat geltend machen kann und soll, nämlich demonstrieren, um damit seinen Unmut auszudrücken, was der Staat so treibt. Es ist nicht ansatzweise im Grundgesetz so vorgesehen, dass die Regierenden, also der Staat, quasi gegen sich selber oder gegen die Opposition auf die Straße geht. Also auch da müssen sich Steinmeier, Scholz, Baerbock, wer es denn nicht alles rumgetrieben hat, fragen lassen, wie ernst sie es mit dem Grundgesetz meinen. Sie missbrauchen die Demonstrationsfreiheit des Grundgesetzes, die den Bürgern das Recht zum Demonstrieren gibt, missbrauchen die regierenden Politiker dafür, Regierungspolitik zu machen und auf der Straße so zu tun, als stünden sie Schulter an Schulter mit ihrem Volk. Also dass ein Regierungschef gegen die Opposition demonstriert, ist eigentlich nur in totalitären Staaten üblich. Schauen Sie in die DDR, wie da Demonstrationen aussehen.